Ey, wer, du brauchst noch irgendwas. Na, endlich. So, einer ist schon mal Techtelmechtel bereit und so. Boah. Was ich machen wollte, war eigentlich was anderes. Ja, weil ich nicht bei dir das kaufen wollte. Ich wollte bei ihm hier. Der hat das ja. Stimmt ja. Ja. So, ich mag ihn mehr als die anderen alle. Es ist doch scheiße, dass es nicht passt, ey. Hätte jetzt super hingepasst zu dem. So, und die Katze, die ja nicht Techtelmechtel geil ist, die liegt noch hier rum. Das ist gut. Jetzt erstmal weg hier. Jägerin. Dann werden wir eine Katze auch gleich wieder verkaufen. Warum merkt denn keiner am Morgen? So. Jetzt sind sie Techtelmechtel freudig. Natürlich pennt der noch im Haus drinne. Na also, geht doch. Komm, Rusta. Komm her. Jene. Heil dich. Geht doch. Nee. Gut, dann machen wir ein kleines Techtelmechtel-Spielchen. Welche pennen denn? Bin da. Geil, Leben verloren. Ich wusste jetzt nicht, welche davon schlafen. So. Oh, das traue ich, weil er keinen Schlafplatz hat. Wir sollten Techtelmechtel machen. Geht doch. Was hast du jetzt bitte schon für Probleme? Ja, Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, jetzt kommt das fette Dancen von Katzen. Hoffentlich gibt es keine Katzenmusik.
Nice shit, Digga. Feuer Japano Battlefight hier. Aus jeden Fall von Klipper. Dein Garten macht sich. Gut gemacht. Du scheinst immer besser Tja. Zu werden. Ja! Level 20 noch hinterher. Ich muss doch jetzt Level 20 sein. Alle zugestellt. Und tschüss. Ja, sehr schön. Ich kann es leider nicht machen. Den habe ich noch. 17 Stunden. Sorry. Ey, ich habe doch jetzt schon wesentlich mehr als Level 90. Ich müsste jetzt 21, 22 sein. Aber irgendwie akzeptiert er das nicht. Das Haus werden wir jetzt auch wieder verkaufen. Wenn es zu viel Platz wegnimmt. Mach mal das falsch irgendwie. Groß Rasen hinmachen, erstmal wieder schön. Der Donut sich auch wohlfühlt hier. Ja, warten wir, bis es ausgeschlüpft ist, dann kann man es wenigstens für mehr Geld verkaufen. Alter, kapier doch mal, dass du hier nicht hin sollst. So. Ein bisschen was loswerden. Schön. Gut, habt ihr neue Sachen für mich, mit denen ich noch ein paar Levels machen kann? Und ein bisschen ein paar Punkte machen kann? Meine Güte, du bist aber nope. Hier aus. Aber in einem schönen Garten muss man wohl viel Zeit investieren. Was du nicht sagst. Windspiel, Windspiel. Oh, wie cool ist das denn, Windspiel? Ein bisschen Surfbrett. Ja, ein Windspiel will ich hinmachen. Aber da. Was ist das denn? Saurer Profitamolo. Profitamolo. Oh nein, Kollege. Falscher Ort. Ganz falscher Ort, Kollege. Da gibt es noch mehr Säulen, weil, wie gesagt, ich kenne das jetzt ja auch selber nicht. Wenn ich immer noch mal gucken wollte. Immer noch kein Feierabend? Was wird für den Arbeitsweg? Da ist leider nichts Neues. Neues Kapitel, wir gucken erstmal, was der hier vorhat, der Kollege. Also einmal reinkommen soll auf jeden Fall. Ach, wie süß.
Ist ja voll windig. Soll da reinkommen, dann gibt es nämlich auch wieder Points für mich. Level Points. Super schön. Ich mag das. Na, haut wieder ab. Wenn er meint. Dann zieht sie in seine Höhle zurück. Bin der Biberzimmer in unserem Kreis herum. Bilum. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen ratlos. Ich bin am Überlegen, was mache ich jetzt am besten die ganze Zeit. Und ich weiß auch nicht, worüber ich so labern soll, die schönen Sachen und so. Ich muss mir mal ein paar Themen rausschreiben. Das wäre mal vielleicht ganz praktisch. Ein paar Themen raussuchen, dass man reden könnte. Ihr hattet letztens so ein schönes Diskussionsthema, das möchte ich gerne mal von euch mal gerne hören. Und zwar auch meine Oma, also auch der Meinung ist, dass mein Cousin halt viel zu viel spielt, es ist gut möglich, das möchte ich jetzt auch gar nicht so sagen. Aber ihr seid ja auch der Meinung, dass für schüchterne Personen online zu zocken die beste Möglichkeit doch ist, Freunde zu finden, oder etwa nicht? Ganz ehrlich, weil, ja, du bist halt schüchtern und kommst halt nicht dazu, irgendwie, Freunde zu finden, weil du die ganze Zeit gemobbt wirst in der Schule und sowas. Und ist doch eigentlich so wesentlich angenehmer für solche Leute, besser Freunde zu finden. Also, ja, ist einfach so meine Meinung. Was sagt denn ihr dazu? Sagt ihr lieber, nee, Real-Life-Freunde sind besser, sind viel besser, die sollte man sich holen? Oder seid ihr der Meinung, eure Zockerkollegen sind genauso Freunde wie eure Real-Life-Kollegen. Und ganz ehrlich, so richtig in Anführungsstrichen Real-Life-Freunde habe ich sehr wenig. Aber wenn ich halt so in der Freundesliste vom Zocken so gucke, habe ich haufenweise. Also die meisten habe ich nie davon mal persönlich kennengelernt. Ich habe schon einige persönlich kennengelernt. Jetzt muss ich kurz überlegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, so 11 Stück von meiner. Ne, 12 habe ich schon privat kennengelernt. 13, 14. Ha, die habe ich vergessen, die beiden. Und mit einigen ziehe ich es vielleicht sogar zusammen. Mit den Kollegen. Aber hat die das noch nicht, oder was? Scheint noch nicht so zu sein. Ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen Schokomünzenbrunnen-Scheißteil hingebaut habe. Ja. Schokoschläfer. Ich wünsche dir alles Gute, bis wir uns wieder über den Weg laufen. Ivo mag ich irgendwie, der ist cool. Er ist noch nett und sowas. Gut, ich würde mal sagen, belassen wir es erstmal dabei.
Aber wollen wir noch herausfinden, wie gestresst die Leute dann sind, wenn ich nichts bringen kann. 3 Stunden warten wir jetzt noch. Was schüttelt denn der immer so doof den Kopf, ey? Schön. Das zu dem Thema. Ach, wie nice. Dann zapfen. Coolio. Tja, 0 Stunden. Das heißt, ihr müsst jetzt eigentlich anfangen zu meckern. Du hast uns das Pinata nicht zugeteilt. Du Arschloch. Ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was das ist. Und ich hab's noch nicht. Das ist halt ein bisschen blöd, dass er halt dann irgendwelche Figuren nehmen will, die überhaupt nicht mal, willig gemacht hat. Also so. Oh, wenn es ein nächstes Mal geht. Da hast du einmal Scheiße gebaut, ey. Bist du gleich das Dümmste auf der Welt. Deine Mutter. Schwör ich dir. Eieieiei. Kommt nicht rein, der Donut. Ist das zu wenig hohes Gras wieder, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe alles mit hohem Gras vollgeknallt. Okay, jetzt wissen wir wenigstens, wie sauber ist. Ah, was wir zum allerletzten Schluss noch machen? Voilà. Wir gucken uns nochmal das 7. Kapitel an und dann ist Feierabend für heute, Leute. Ich sag schon mal Tschüss. Du hast wahrscheinlich gehört, dass ich der erfolgreichste Gärtner auf dem Jahr war. Das ist keine Angeberei, sondern Tatsache. Plötzlich gab es Gerüchte, dass es ein Pinata gäbe, das selbst ich noch nie gekannt habe. Kapitel wollte mich deshalb aufzuholen. Ich hatte Glück. Eines Tages tauchte mein alter Helfer Lester mit einer alten Karte auf, von der er sagte, er habe sie gefunden. Die Karte zeigte einen Weg über das Meer zu einer kleinen Insel, wo ein weiser Mann leben sollte. Lester sagte, dieser Mann sei der letzte Mensch, von dem bekannt sei, dass er schon mal einen Dragonash gesehen habe und dass er das Geheimnis kennen würde, wie man dieses Pinata in den Garten bringt. Bis zu unserer Rückkehr im Auge behalten. Ich war entschlossen, ein für alle Mal zu beweisen, dass ich der beste Gärtner war. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.